Naja, aber so sehen wir uns wieder. Link, wenn du keine Pfeile mehr hast, komm dir bei mir welche holen. Pfeile? Oh Gott, ich muss schießen. Ich weiß doch nicht... Oh Gott, das wird doch nix. Okay, 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 okay. Dreh um, Pona. Pona, dreh um. So. Weiter. Na. Gott. Nein. Okay, tschüss. Das war schön. Ich kann das doch nicht. Warum, worauf soll ich schießen? Ich hab keinen. Ja, ich komm mal eben Pfeile holen. Moment. Möchte Pfeile haben. Hallo? Ich würde gerne Pfeile haben wollen. Ich möchte Pfeile. Hallo? Ich möchte Pfeile. Wieso lässt ihr mich keine Pfeile holen hier? Verdammt. Ah, muss ich erst eine Runde laufen? Okay, laufe ich halt erst eine Runde. Vielleicht dann. Ja, jetzt läuft er ja in deren Richtung. Vielleicht macht die dann nichts. Ja, toll. Dann haut er mich erstmal voll runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird lustig. Einfach ausweichen. Gut. Midna, was sagst du denn? Was ist das denn für ein Typ? Schützt sich mit diesem riesigen Schild, aber ich glaube, das ist nur eine miese Täuschung. Wie blöd. Schützt nur die Seiten und von vorne ist alles offen. Das ist doch kein ernstzunehmender Gegner für dich. Nimm irgendetwas, was fliegt und ziele auf die Lücken. Ja, Midna, so schlau war ich auch schon. Aber ich muss ausweichen. Ich muss mehr Pfeile erstmal holen. Ich weiß ja nicht, wie sie mir die geben will. Wahrscheinlich zuwerfen. Aber mal schauen. Gehen wir jetzt einfach mal zurück. Ausweichen. So. Gib mir Pfeile. Hallo. Darfst mir Pfeile geben? Link, verwende diese Pfeile. Oh, danke. Mein Gott. Oh, Kacke. Oh, wie soll ich das denn schaffen? Ich kann mit der Steuerung von der Wii... Oh Gott, das wird so lustig, Leute. Ich habe kein Herzen mehr. Habe ich eine Fee? Ich hoffe doch, Moment. Das war falsch. Habe ich... Oh, ich habe... Ach, Lampenöl. Verdammt. Ja, das war's mit The Legend of Zelda. Twilight Princess Lag. Gott. Nein, ich versuche das natürlich. Der Lag gerade war böse. So, jetzt aber... Und... Oh, das gibt's doch nicht. Wieso treffe ich denn nicht? Game over. Ja, klar. Ist okay. Lass mich weitermachen. Ich will das schaffen. Ich kann beim Reiten mit Pfeilen... Ja, darf ich jetzt weitermachen? Hallo? Game over? Ja, ist mir klar. Noch einmal. Ja, danke. Mein Gott, das hat jetzt lang gedauert. Ja, danke. Darf ich? Habe ich Pfeile? Ja, habe ich. Und nochmal. Mit drei Herzen. Gut, er darf mich dreimal treffen. Ja, danke. Gott, da muss ich die Hand so ruhig halten. Mit der ungenauen Wii-Steuerung bei Twilight Princess. Dankeschön. Die ist nämlich noch nicht so genau wie bei Skyward Sword. Ja, das merkt man. Ha, sehr geil. Vom Weiten getroffen. Voll runter, voll runter. Danke. Tschüss. Huch. Was war das? Du hättest den Torschlüssel, eröffnet dir das Tor auf dem Weg nach Kakariko. Das war gar nicht schlecht. Mach weiter so. Peitsch. Ja, ich hoffe, es kommt nicht noch so ein großer. Wo ist eigentlich das Schwein hin? Das Schwein ist nicht runtergefallen. Und weiter geht's. Weiter geht die lustige Kutschfahrt. Wo wir die beschützen müssen. Ich bin mal gespannt, ob ich das überhaupt schaffe. Ich habe zwei Schlüssel, sehe ich gerade. Warum habe ich zwei Schlüssel? Oh wei. Kann ich die irgendwie... Oh Gott. Zeige mit dem Dings auf. Ja, mache ich doch. Bleibt die Kutsche denn stehen? Ja. Schon brennt die Kutsche. Ja, toll. Warum reitet die denn weiter, wenn ich nicht mitreite? Ist die verrückt? Moment, ich komme. Ja, ist gut. Visiere mit Z an und lösche das Feuer in der Kutsche mit dem Sturmbumerang. Oh Gott. Aber Sturm macht doch noch mehr... Naja, machen wir es halt aus. Gut. Okay, erste Tor öffnen. Muss ich auch noch absteigen. Toll. Pona, du kannst auch gar nichts.
So. Und jetzt warte, bis du weiter reitest. Lass mich erst auf ihr Poder. Oh, die hat so eilig. Gut. Ich glaube ja nicht, dass diese Flugvögel denen irgendwie Schaden machen können. Großartig. Ich glaube eher, die Feuerpfeile sind alle sehr gefährlich. Wieso brennt die denn jetzt schon wieder? Mein Gott. Mein Goodness. So. Mach mal aus da. So. Ach, guck mal, wo die herkommen. Ihr dürft alle. Zack. Zack. Komm, du auch. Du auch. Zack, zack. So. Ein Sturmbumerang. Du darfst den Sturmbumerang auswählen. So. Gut, Kutsche aus. Also Feuer aus. Muss mehr bei der Kutsche bleiben. Die kommen nicht alle von vorne. Okay. Von hinten habe ich schon wieder Pfeile gehört. So. Komm. Danke. Ah, schubst mich doch nie weg. Du geh mal weg. Dankeschön. Und du geh auch weg. Ihr habt auch so Feuerdinger. Ja. Gut, danke. Da ist das nächste Tor. Absteigen. Was zur Hölle? Ey, Epona, 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 Epona. Du darfst dich... Ach, steig ab, Link. Das hat so keinen Sinn. So. Komm her. Hallo. Nicht die Kutsche. Den. So. Gott. Hat aber lange genug gedauert jetzt. So, aus. Aus. Könnt ihr mal auslassen jetzt hier? Ich mach mal schnell das Tor auf. Hatte. Link öffnet das Tor. Ja, ist mir klar, aber da hockt doch noch einer. So. Ich weiß gar nicht wo. Da hockt der. Mal kurz verwirren und... Ah, ich drehe durch die Steuerung. Link, du darfst... Du darfst... So. So, dann seid ihr auch weg. So, wir sind in Kakariko, hoffe ich. Boah, was ein Stress. Ich denke, das Schlimmste hat er überstanden. Mit ein wenig Ruhe wird er sich rasch erholen. Übrigens, wer ist eigentlich die Mutter von dem Jungen? Im Fieber hat er ständig nach ihr gerufen. Ich denke, er macht sich Sorgen um sie. Armer kleiner Zora-Junge. Ich bleibe bei ihm und sage euch, wenn es ihm besser geht. Eine sehr gute Idee. Danke, Colin. Weißt du, Link, ich mache mir auch Sorgen um Ilya. Vielleicht ist sie ja... Es wird nicht leicht sein, ihre verlorenen Erinnerungen... Es wird nicht leicht sein, ihre verlorenen Erinnerungen zurückzubringen. Falsch lesen, FTW. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird sicher eine Weile dauern, aber wenn wir ihr die nötige Zeit geben, wird ihr bestimmt alles wieder einfallen. Bleib einfach bis dahin in diesem Dorf. Gib uns eine Gelegenheit, uns für deine Hilfe zu revanchieren. Gut, dass es hier noch Hoffnung gibt. Es war ein weiter Weg hierher, aber er hat sich gelohnt. Willst du nicht deine Fähigkeiten in den Dienst Hyrule stellen? Ich kenne Leute, die dem Reich helfen wollen, gerade jetzt, da die Situation so hoffnungslos ist. Ich gehöre übrigens auch zu diesen Leuten. Nenn mich einfach Thelma. Ich frage mich, ob ich noch ein wenig hierbleiben soll. Ich mache mir schließlich auch Gedanken wegen Ilya. Außerdem... Link, komm unbedingt. Link, komm unbedingt bei Gelegenheit in meinen Laden vorbei, ja? Er dient meinen Freunden als Unterschlupf und von dort führt ein Geheimgang bis zum Schloss. Besuch uns dort jederzeit, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde auf dich warten.
Tja, ich glaube, die Mutter hat einen dankenden Blick auf uns geworfen. Oder wir folgen ihr jetzt einfach mal. Wo bringt sie uns denn hin? Ey, rede doch mit mir. Du hast doch schon mal mit mir geredet. Ey, bleib hier. Am Friedhof? Was will sie uns denn am Friedhof zeigen? Irgendwas will sie uns hier zeigen. Nur was? Oh, bis nach oben. Gut. Was ist hier? Oh, den Stein, den wir schon mal gesehen haben. Oh, und weg ist er. Ein Geheimgang. Okay, gehen wir mal rein. Schauen, wo uns das hinführt. Oh, Wasser. Was gibt's denn da für uns? Mal schauen, vielleicht sagt sie jetzt mal was zu uns. Ich danke dir vom Herzen, dass du meinem Sohn geholfen hast. Dieses Dorf, Kakariko, ist für uns Zoras der Ort der ewigen Ruhe. Auch die Seele meines verschiedenen Mannes, des Königs Zora, ruht hier. Es ist sicher Schicksal, dass mein Sohn gerade hier gerettet wurde. Nun, was ich dir versprochen hatte, es liegt in diesem Grab. Mein Mann ließ zu Lebzeiten ein Gewand für den Helden anfertigen. In ihm ruht die Kraft der Zoras. Nun soll es dir gehören. Ui. Neue Klamotten. Du erhältst das Zora-Gewand. Dieses legendäre Kleidungsstück stammt aus dem Besitz der Zora-Könige. Trägst du es, kannst du dich unter Wasser frei bewegen. Dafür schaden Feuer- und Eisattacken mehr als sonst. Ui. Nun endlich kann auch ich mich zur Ruhe betten. An der Seite meines Gemahls. Nur mein Sohn weiß noch nichts von meinen Dahinscheiden. Solltest du ihm begegnen, überbringe ihm von mir die folgende Botschaft. Trauere nicht um deine Mutter. Sei unser Volk ein tapferer König. Und sag ihm auch, dass seine Mutter ihn immer lieben wird. Deine Freunde haben wir alle gefunden und dann auch noch ein Zora-Gewand erhalten. Ist doch prima, oder? Ich hoffe nur, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Ich meine den letzten Schattenkristall. Erinner dich doch mal daran, was dieser Lichtgeist Firone gesagt hat. Der hat doch gesagt, wir brauchen den Schattenkristall, um die Welt vor Santo zu retten, dem Herrscher der Schatten. Wenn wir jetzt mit den anderen nach Hause gehen, ohne etwas zu unternehmen, dann beginnt die Tragödie bald wieder von vorn. Also los, schnappen wir ihn uns. Wir müssen zum Schrein am Grund des Hylia-Sees. Okay, können wir ja jetzt, weil wir jetzt die Kleidung haben. Die legen wir auch gleich mal an, würde ich sagen. Zora-Gewand. Zack. Ja, wir sehen ein bisschen komisch aus damit. Aber wir können jetzt unter Wasser laufen und schwimmen. Also wir können uns hier unten fortbewegen. Und wir gehen gleich mal die Wasserbomben holen, weil da sehe ich schon einen Weg für die Wasserbomben. Und wir haben unendlich Luft hier unten. Das ist doch mal sehr schön. Und ich möchte nach oben. Hui, ja, das ist so wunderbar, dass wir jetzt schwimmen können. Gefällt mir sehr. Da können wir jetzt viele neue Wege erkunden. Auch hier in Kakariko haben wir auch schon mal einen Weg gefunden, wo wir noch nicht lang konnten. Aber ich werde jetzt erstmal bei Burns die Wasserbomben holen. Und dann gehen wir nochmal hier hin und schauen uns den Weg an. Hui. Wir haben sogar Schwimmflossen als Füße. Guck mal. Hui. Quak, quak. Sieht ein bisschen aus wie eine Ente, muss man ja sagen. Naja. Gut, gehen wir weiter. Hui. Roll, roll.